Format war am Anfang so, dass ich meine Ausbildung fertig gemacht als Fotograf. Und da war es relativ schwer, nur einen Platz davon. Ich konnte einen Platz nicht behalten, weil er einfach vom Finanziellen her den Fotograf nicht konnte packen. Und da sind ich dann weiter auf den Tisch gegangen, hatte aber relativ wenig Chancen da. Und nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Möglichkeit, mit meinem Diplom einen Betrieb abzumachen. Das war dann meine Alternative. Konkret habe ich beim News for Work von Kontakten gesammelt. Wenn man am besten oder am meisten geholfen hat, ich gute neue Kontakte am Kanton Rede, wo ich am Anfang hauptsächlich aktiv bin, noch vom Betrieb aus. Und schon noch da immens viele Kontakte gekriegt, die in Richtung Ministerium gegangen sind. Für zu wissen, wo ich mich melden kann, für zu wissen, was ich machen kann. Und an dem Punkt war ich auch ganz froh, dass die Kontakte da waren, weil ohne die wäre es schon nicht so sehr gegangen. Wir hatten den fertig gesponnen, ich meine, zwei Monate den Betrieb abzumachen. Ich wollte wirklich mich auf meinen eigenen Beinen können bewegen, nicht nur aufhängig von anderen sind und auch das machen, was ich will machen und auch meine Kreativität können entfallen. Und das ist eben das, was ich mit meinem Betrieb auch kann machen. Gucken, wie es mir heute geht. Also im Vergleich zu vor einem Jahr habe ich schon mal Ziele erreicht, die ich nicht vor so etwas erreicht habe, aber schon erreicht. Schon mit meinen Klienten sind am Anfang auch mit der Familie unglücklich. Das alles, tut sich alles ein bisschen ergeben und das hat mir auch gut gefallen. Denn das Projekt selber kann ich ganz gut rekommendieren. Ich habe mehr viel gebraucht. Ich merke genug, dass die Aussätze, die da dabei rauskommen sind, dass da dann von denen mir helfen. Ich habe dann aber speziell gelesen, nicht weil ich mich selbstständig gemacht habe, aber auch für einen, den ein Arbeitstisch oder den nicht weiß, was er soll machen. Ich denke, das ist super interessant. Zumal weil ich einfach mehr persönlich geguckt habe, was ich den jungen Leuten als Tipp gegeben habe, zu probieren, auch da zu erreichen, was sie wollen erreichen. Es gibt auch immer nur Perspektiven, nicht wieder anders zu machen, aber was auch gut ist. Ein kleiner Tipp, den du selber als Fotograf kann gehen, probiert immer ein gutes Foto und ein Spezialfoto am CV zu machen. Das hilft einem ganz viel bei dem Patron, den merkt er schon, dass er den interessiert. Dann guckt er doch darauf, wie das Foto ausgesagt. Und nicht einfach automatisch gehen.